Willkommen zur dieswöchigen Ausgabe des Shorty Worties, wo mich kein Intro der Welt aufhalten kann. Fangen wir gleich an mit der ersten Kategorie. Hoffentlich wird das kein viraler Hit. Hoffentlich wird das kein viraler Hit. Gewonnen haben die Passanten in Daniel Aminatis 1.000.000. Version von Happy von Pharrell Williams. Die sehen aber gar nicht so happy aus, sondern eher ziemlich peinlich berührt. Der Einzige, dem das Video eigentlich unangenehm sein müsste, strahlt dafür wie ein Honigkuchenpferd auf dem Weg zum Schlachthof. Hey, Aminati, wie wär's mal mit einem Harlem-Shake? Oder, noch eine bessere Idee, du spielst zu fünft auf einer Gitarre Somebody That I Used To Know, ha? Huh? Oder einfach weiter tough moderieren. Diese Schuhe, das sind wirklich Waffen. Da muss man wirklich aufpassen. Aber wisst ihr, so, was Gewinner, noch? Ne? Das ist aber auch eine Waffe. Kommen wir zur nächsten Kategorie. So nah bin ich schon lange keiner Rolle mehr gekommen. So nah bin ich schon lange keiner Rolle mehr gekommen. Gewonnen hat Lindsay Lohan. Die war in L.A. unterwegs und als ein paar Fotografen sie überrascht haben, hatte sie natürlich nur das Skript zu Two Broke Girls zur Hand, um sich zu schützen. Huch, wie unangenehm, also wirklich. Also, na gut, erwischt. Die Rolle ist sauer. In der Kategorie. Man muss Privates und Berufliches trennen können. Man muss Berufliches und Privates trennen. Freddie Prinze Jr. hat letztens zugegeben, er hat nie Buffy gesehen. Naja, vielleicht eine Folge oder so. Aber egal, er hat nie Buffy gesehen. Und wenn ihr jetzt denkt, gut, ich habe auch noch nie Buffy gesehen, dann bestellt euch sofort die komplette DVD-Box und erinnert euch dran, dass Freddie Prinze Jr. und Buffy schon seit über 12 Jahren verheiratet sind. Geht's noch? Das ist ja mein Interesse an einer Frau. Jetzt kennen wir wenigstens den Schlüssel zu einer guten Ehe. Nicht über die Arbeit sprechen. Aber kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir sind doch gar nicht so hässlich. Wir sind doch gar nicht so hässlich. Es gibt gleich 3 Gewinner. Einmal die Fotografen des Originalbildes, dann die Fans, die das kreativ interpretiert haben und Jamie Jay, der das zum Dreiklang des Horrors gefertigt hat. Und das mit Zach Braff, Nicolas Cage, Brad Pitt, Hugh Laurie, Aaron Paul und Robert Pattinson. Von diesem Meme wollen wir wirklich mehr sehen. Kommen wir nun zum Shorty Worty in dieser Woche. Mit den erschreckendsten und süßesten Fotos ever, ever, ever. In der Kategorie Baby Cage Face Off Face Swap. Baby Cage Face Off Face Swap. Gewinner ist Nicolas Cage als Baby Cage. Auf dem Tumblr-Blog People Holding Baby Nick Cage könnt auch ihr eure Kinderfotos vergruseligen, wenn ihr dies möchtet. Aber das möchte man. Das ist Nicolas Cage. Auch wir in der Shortcuts-Redaktion haben uns was einfallen lassen. Und zwar den Teddy Nick Cage. Ist auch nicht süß? Den könnt ihr auch ganz leicht selber basteln. Das war's schon in dieser Woche vom Shorty Worty. Ich bin euer Nicolas Teddy Cage. Und wenn ihr noch mehr gucken wollt, oben sind die Shorty Worties vom letzten Mal verlinkt und unten kommt ihr zum letzten Movie Roundup. Oh, der kleine Nicolas. Ist er nicht süß? Wer ist mein kleiner Nicolas? Wer ist mein kleiner Nicolas?